Hallo Freunde der Spikultur und willkommen zurück bei The Vanishing of Ethan Carter, wo wir da vorne was sehen können, wo ich letzte Mal meinte, ja verdammt Hacke, machen wir mal einen Break dazwischen, ne? Und jetzt seid ihr bestimmt alle gespannt, aber ich auch schon, was denn die Informationen sind, beziehungsweise was das für ein Schnipsel ist. Aber wahrscheinlich werden wir nur sehen, wie der das wegschmeißt, die Kurbel. Stay away. Ethan, I'm sick too. I can feel the sleeper in my head. Then fight it. I have to destroy the room. Corvus, I'm sorry. Ethan. Oh no. I can't let you do that. Whatever had turned Ethan's family against him, the grandfather was trying to resist. Age helps against those things that feed on hate. Not because of wisdom or experience. Because the old are tired. Their hate is less useful. Okay. Irgendwas war in seinem Kopf. Ja, und die Familie hat sich halt gegen Ethan gestellt, ne? Zum einen wollte Travis ihn töten. Der Großvater war dann hier auf dem Weg hinter ihn her. So, hier hatten wir uns ja schon alles angeguckt. An dem Lock-Ding war ja nix. Sind nur Äste. Dann wären wir schon am Bahnsteig. Dahin war die Hütte, die haben wir ja entdeckt dadurch, dass wir dem Astronauten gefolgt sind. Das war ja irgendwie eine Geschichte, die Travis dann aufgeschrieben hatte wohl. Nicht Travis, sondern Ethan. Ethan ist eigentlich ein ganz schöner Name. Könnte mir vorstellen, mein erstes Kind so zu nennen. Wenn ich meins habe. Ah, nur ein paar Fetzen liegen hier auf dem Boden. Gehen wir mal den Bahnsteig lang. Tolksik 253. Ich weiß nicht, ob der Bahnsteig selbst jetzt noch irgendeine Geschichte beziehungsweise aufbringt oder hier noch zu erzählen hat. Weil zurzeit sehe ich halt noch nichts Interessantes. Könnte natürlich auch im hohen Gras versteckt sein, ne? Obwohl, sieht nicht so aus, wenn hier irgendwas wäre. Dann müssen wir das Stück in den Wald nochmal gehen. Ich möchte ja auch nichts übersehen diesmal. Sonst kriege ich ja den Ärger der Abonnenten ab. Boo, Proof, Boo, du hast dir nicht alles angesehen. Schau dir diese wunderschönen Holzscheide an. Wie schön sie mit Moos bedeckt sind. Oder diesen schönen Baum, wie er nach deiner Seele greift. Oder diese schönen Steine.
Das hatten wir schon gelesen. Also wenn ich was verstecken müsste, ich würde es immer zwischen Steine verstecken. War da irgendwas gerade? Nö. Noch mehr Äste, noch mehr Wald. Aber sonst nix. Ich bin nur das kleine Stück zurückgelaufen, damit wir wieder auf Position sind, von wo wir da hochgegangen sind. Bevor es heißt, Proof, renne ich so viel. Und ich renne nicht viel. Ich glaube, die Lampe ist jetzt auch hier verschwunden, die wir vorher noch genutzt haben. Ja, die war nämlich da, wo die Hütte stand. Und dann haben wir nämlich dieses Abenteuer erlebt in den Weltraumsphären. Gut. Was ist das denn? Eine Einkerbung? Natürlich gewachsen. So, gut. Dann scheint da vorne nämlich nichts mehr direkt zu sein. Dann war nämlich die Hütte da vorne das, was wir hier erreichen konnten, rauszufinden. Da müssen wir mal schauen, was als nächstes kommt. Ich glaube, als nächstes kommen wir zum Haus, was ich im allerersten Part, wo ich noch gefällt habe, erreicht hatte. Aber kann auch sein, dass wir vorher noch hier irgendwas im Wald finden. Boah, es sah jetzt aus der Ecke, als wenn da eine Leiche drin liegt, ne? Da vorne streit doch irgendwas auf den Felsen. Das Licht streit dahin, ja. Aber da ist nichts in dem Sinne. Genauso wenig wie da. Bei einem kurzen kleinen Stück zurück. Und das wäre der Weg unten lang, ne? Genau, direkt vom Bahnsteig aus. Muss halt immer wieder mal gucken, ob ich nicht doch irgendwas sehe hier auf dem Weg. Da haben wir das doofe Stromhäuschen.
oder umstellen. That was part of a pattern. Large pieces of this country were thrown away, doomed to become and then remain the worst versions of themselves. Beneath all that rot, dark things grow. Das mag sein. Stromverteiler ist das. Genau, da war der Fels, wo wir in der Ecke drin waren. Das ist auch nix. Ist da unten ein kleiner Weg? Okay, anscheinend kann ich da aber nicht runter. Scheint doch nicht, als wenn irgendwas da wäre. So, jetzt müssen wir noch mal die andere Seite ablaufen. Jeder Schatten macht so ein bisschen, dann denkst du so, da ist was. Alles klar, von hier sind wir ja gekommen. Dann ist der Bereich auch erstmal clear. Ansonsten in den Kommentaren schreien, dass ich was übersehen habe. Dann reiche ich das nach. Das hört sich an, ich reiche es nach. Ich glaube nicht, dass ich was übersehen hatte an der Stelle. Aber wir machen hier ja echt saubere Gebietstrenner, ne? Also Abtrenner. So, dass man bloß nicht zu weit irgendwo von der Route abkommen kann. Aber vielleicht wird es später krasser. Ich weiß es nicht. Also nach unten geht schon mal gar nichts. Da rein geht nichts. Holzen hat wahrscheinlich keine Funktion. Die Schranke wahrscheinlich auch nicht. Jetzt gehe ich noch nicht rüber. Über die Brücke, sondern wir gehen hier noch mal ein bisschen weiter in den Wald rein. Wie gesagt, ich weiß nicht, wonach ich suche. Klar, also wir müssen zu den Häusern später noch. Aber als ich vorhin im Wald rumgerannt bin, habe ich ja auch plötzlich auf den Astronauten gestoßen. Deshalb, warum soll ich nicht auch hier lang gehen einfach? Wenn mich dann irgendwann dunkle, erschreckende Augen ansehen aus dem Wald, die nur meine Seele fressen wollen. Die einfach nur das Ende eines jeden Lebewesens auf dem Planeten haben wollen. Das Böse,
Das Böse ist bestimmt hier irgendwo im Wald. Es beobachtet mich, es schaut mich an. Es kennt jeden Schritt von mir, es wartet nur, dass ich wahnsinnig werde. Um mich zu töten. Oder auch nicht. Ich sehe schon das Kommentar. Boah, Proof, du suchst einfach jetzt schon viel zu akribisch ab. Ja, aber beim ersten Mal bin ich wirklich durchgerannt. Da habe ich gedacht so, ach, was wichtig ist, das wird schon aufploppen. So in etwa, ne? Aber anscheinend doch nicht. Aber von der Seite komme ich da auch nicht runter. Ja, ich renne. So. Ne, das war nur Moos. Gut, dann kommen wir zum Anfang der Brücke zurück. Dann ist hier nichts mehr. Jedenfalls finde ich hier direkt nichts mehr. Beziehungsweise Anfang der Brücke ist ja übertrieben. Das ist ja jetzt hier der Staudamm. Die Polen, die können noch Spiele machen. Jedenfalls Spiele, die gut aussehen. Guck mal, wie die Landschaft sich reflektiert im Wasser. Das ist einfach so krass. Die Windgeräusche. Versuche gerade echt auch hier das ein oder andere vielleicht zu sehen oder zu finden. Ich gucke mich schon, wie ich die Cam anhörte, wie ich hier meinen Kopf rotiere, um die ganze Zeit in alle Richtungen zu gucken, ne? Beziehungsweise den ganzen Monitor wahrzunehmen. Ich sitze mich eigentlich ein bisschen zu nah an meinem 24 Zoll. Da würdet ihr alle nur lachen drüber. Tja, Home Sweet Home an den Häusern. Oh, guck mal, seht ihr da hinten? Das Rote. Ah, da sind wir ja noch lange nicht. Zuerst einmal gucke ich hier in die Ecke rein. Da kommen wir zu einem Fahrstuhl. Wirkt auf mich fast so, als wenn man hier runtergehen könnte. Bisschen, weil sie sich in den Tod stürzen. Das wäre ein schöner Abschluss für die Folge, ne? Komm, versuchen wir einfach. Also das fand ich jetzt etwas lächerlich. Eine Schere. Wir haben sie gedacht, keiner wird das machen. Ja, mit den, ich wollte schon sagen, mit den wunderschönen Bildern
schließen wir die Folge ab. Aber jetzt gerade nicht so. Lustig, aber wahr. Ich bin gerade 50 Meter einfach runtergesprungen. Und habe eine Schere gefunden. Womit wir schon mal wissen, Fallschaden gibt's schon mal nicht. Gehen wir mal zum Häuschen. Schauen, ob auf dem Weg dahin irgendwas liegt. Tja, und was im Haus uns erwartet, das sehen wir das nächste Mal. Bei The Vanishing of Ethan Carter. Ich sollte einfach sagen, das Verschwinden von Ethan Carter. Das kommt vielleicht besser. Also Leute. Was ist das? Das sieht aus, als wenn da eine Tasche liegen würde, ne? Könnte aber auch einfach nur ein hässliches Stück Holz sein. So, jetzt aber bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.